Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Ich habe hier schon minimal ein bisschen weitergemacht. Wir werden jetzt aber wieder gemeinsam bauen. Ja, ich habe wieder ein paar Kisten aufgestellt und da noch ein bisschen Material drinnen, dass wir hier in Ruhe bauen können. Und das Ganze ist lustig, weil das Zeug hier, das respawnt so verdammt schnell. Ich kann es euch mal zeigen. Wir ernten mal hier ein bisschen Fibers. Da sieht man das so genial. Also ich fand das irgendwie lustig. Am Anfang dachte ich mir zwar, hä, was ist denn jetzt hier los? Hier war ich doch gerade und habe das geerntet. Wir gucken jetzt schon mal so in Richtung der soeben geernteten Fibers. Es dauert ein bisschen, ein bisschen. Na komm. Oder habe ich jetzt schon die Plattform ein bisschen zu nah dran gebaut? Zack. Zack. Habt ihr gesehen? Hier plopp plopp. Da ploppt das Gemüse wieder raus. Ha, echt lustig. Naja, von dem her war hier das Ressourcenernten relativ einfach. Wir werden einfach weiterbauen. Und ich finde es echt genial hier mit diesen NC Dächern und Pillars zu bauen. Denn wie man da drüben sieht, da habe ich ein bisschen so an den Stein rangebaut, dass das hier schön abschließt, das Ganze. Und das wäre natürlich nicht machbar mit den normalen Dächern, weil dann würde das Spiel wieder maulen und sagen, hey, hier Collision geht nicht. Aber mit dem Non-Collision-Zeug echt geil. Also da super, super Mod. Eine Mod, die anscheinend nur ausschaltet eben die Kollisionsabfrage und so schon verdammt viel hilft. So, hier müssen wir schon wieder einen Pillar setzen. Zacki, zacki, es geht relativ flott das Bauen, so natürlich. Und klar, das ist halt, wenn man Mammut dabei hat, dann braucht man sich hier um Holz und Thatch halt keine Gedanken zu machen. Dann können wir hier schön was bauen. Und das geht hier wirklich gut zum Bauen, weil wir halt einfach freischwebend bauen. Haha. Wir umgehen das Problem beim letzten Mal, oder was ich davor überhaupt hatte. Dass ich gesagt habe, oh Mist, ich brauche irgendwo ein flaches Bauland. Wir umgehen das Ganze, da wir einfach über ein Wasser bauen. Und über ein Wasser, ja klar, da ist Platz. Da ist Platz. So, wir brauchen wieder etwas Holz. Holz brauchen wir. Machen wir uns mal ein paar nette Dächer. Ja, so eine Cage werden wir auch mal bauen. So eine Cage. Wir haben zwar keinen Verwendungszweck dafür im Endeffekt, aber das ist so ziemlich egal. Hier vorne müsste ich eigentlich auch noch das Ganze ein bisschen erweitern. Dürfte ich mal bitte laufen? Bitte, bitte. Too heavy. Naja, komm. So schlimm ist doch jetzt auch nicht, oder? Da ist doch gar nicht so schlimm. Ein Dach noch, dann können wir uns ein bisschen rühren. Jawohl. Da kriechen wir auch schon los. Ich möchte hier nämlich ein bisschen nach vorne noch raus. Und ich finde das wirklich angenehm hier mit den Möwen, die hier so kreischen. Ja, und hier soll halt dann auch so ein kleiner Steg runtergehen. Also hier so zickzack da vorne. Und dann unten mit so einem kleinen Anlegesteg. Dann setzt man da noch, dass es ein bisschen schöner aussieht, ein kleines Boot unten hin. Genau, jetzt können wir hier auch noch hinten das Ganze erweitern. Das soll hier einfach alles bündig abschließen und schön aussehen. Nur darum geht es hier bei diesen Häuschen. Es füllt ja wirklich überhaupt keinen eigenen Zweck, das Ganze. Ist ja wirklich nur, also absolut nur dekorativ.
Dann brauchen wir, glaube ich, schon wieder eine. Ja, wir brauchen schon wieder eine Lage Pillars. Haben wir natürlich keine mehr. Aber ich denke, das passt dann hier schon. Ist von der Grundfläche ziemlich groß eigentlich schon sogar. Ja, aber wir werden sowieso hier zwei reinlassen. Hier bauen wir dann so eine Hütte drauf. Außenrum auch ein bisschen so von dem Holz lassen, dass das so ein bisschen stegähnlich wirkt. Und vom Holz sieht es noch sehr gut aus. Also da haben wir noch genügend. Achso, Thatch brauchen wir. Thatch, Thatch, Thatch. Guck mal einmal hier rein. Und dann sollten wir auch mal anfangen zu craften. So, und dann machen wir noch ein paar. Oh, hat sich gerade ein bisschen komisch angehört. Naja. Ja, wenn es ist, können wir hier nochmal so eine Reihe entlang ziehen. Oh, ist das schön. Das ist schön. Das ist schön, das macht Spaß. Wir haben hier auch keine lästigen Piranhas. Das finde ich auch sehr toll. Die können einem ab und zu schon wirklich ja, auf den Geist gehen. So, hier brauchen wir aber auch noch eine. Tja, es ist schon Wahnsinn, was man da an Holz verheizen kann, wenn man hier so ein bisschen was baut. Ja, okay, wobei, ob man das noch als bisschen bezeichnen kann. So. Ich würde aber echt hier auch noch gern eine Reihe entlang bauen, aber da müssen wir zuerst auch ein paar Pillars setzen. Das ist jetzt fies. Reicht es oder muss ich da unterhalb auch noch mal eins setzen? Ich glaube, das reicht. Ich hoffe, wir können bis hier hinter bauen. Ich befürchte aber leider nein. Nein. Denn das Spiel ist ein. Ach so. Nee. Dann muss ich mich beim armen Spiel entschuldigen. Ich wollte gerade sagen, das Spiel ist ein Arsch. Aber stimmt gar nicht. Ich bin einfach nur gerade zu doof, denn ich muss ja hier hinten. Da kommen ja die Pillars drauf. Dann brauche ich mich gar nicht beschweren, wenn das da vorne nicht geht. So, jetzt brauchen wir aber noch ein paar. Und dazu brauchen wir natürlich noch ein bisschen Holz. So, dann hätten wir aber auch schon bald Schrank Nummer 2 leer. 2, 3, 4 brauchen wir. So. Genau, da darf ich mich nicht beschweren, wenn ich jetzt zu so doof bin zum Bauen. Schwierig. Das ist jetzt aber ein bisschen schwierig. Denn ich glaube nicht, dass das da vorne zählt. Nee, 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 nee. Jetzt werde ich gleich hier zu Tode stürzen. Nee, ich schaff's sogar. Ich schaff's. Jawoll. Zacki, zacki. Ohne diesen Mod nicht zu bewerkstelligen. Das sollte nochmal erwähnt werden. Also wer Bauprobleme hat, soll sich diesen Non-Collision Mod holen.
Ansonsten hat er nämlich hier nur Probleme. So, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, dann können wir hier mal anfangen. Was brauchen wir denn? Ein paar Mauern. Ein paar Wände. Wir brauchen ein paar Wände und dann nehmen wir auch diese NC-Walls her. Und ich glaube, da brauchen wir noch ein paar mehr. Dann brauchen wir noch ein paar von den Relings und. So. 1, 2, 3 lassen. 2 oder 1 am Rand. Tendier fast nur zu einem. Ja. Na, da müssen wir jetzt uns das dann angucken, wie das so aussieht. Und das sitzt hier schon wieder daneben. Oder? Warum? Falls da jemand eine Erklärung dafür hat, könnte er die ja sehr gerne unten reinposten. So, jetzt passt's. Vorhin war es einfach versetzt. So ein ähnliches Problem hatten wir auch beim Turm. So, jetzt bin ich aber gerade am Überlegen, ob ich hier vielleicht offen lassen soll vorne. Na, jetzt machen wir erstmal auf dieser Seite ein bisschen was. Gott sei Dank habe ich so viel Holz. Schön, da haben wir 4, da haben wir auch 4. Eigentlich sollte ich auch mal ein paar Fenster machen. Wäre vielleicht ganz schön, ja, wenn das ganze Ding auch noch Fenster hätte. Gibt es das auch als NC? Window Frame? Nee. Und das, was auch schade ist, es gibt hier das Rounded, was es für Stein gibt, gibt es leider nicht für Holz. Achso, da geht uns jetzt dann der Fiber aus. So, dann packen wir das doch mal gleich mal hier hin. Ja, super, jetzt regnet es auch noch. Also, ich frage mich zwar, wo es gerade regnet, aber... So, machen wir hier mal ein Fensterchen rein. Und hier noch ein Fensterchen. Dann machen wir noch... eine Wand und dann machen wir... Ne, machen wir noch 2 Wände und dann machen wir das Ganze wieder zu. Schon wieder das Gleiche. Seltsam. Echt seltsam und es... nervt mich auch so ein bisschen. Also es ist ja so schon nicht einfach bei Ark zu bauen. Und solange es funktioniert, macht es ja eigentlich auch Spaß, aber
Und so funktioniert es halt nicht und dann kriege ich hier echt so einen halben Anfall. Hier, jetzt sieht man es. Die ganze Wand ist quasi schief. Tja. Ach komm schon. Das ist jetzt doof. Und hier auch, oder wie? Ohne Witz jetzt, oder wie? Es kann ja nicht wahr sein. Es darf doch echt nicht wahr sein. Oder liegt es jetzt hier an den NC-Dächern, dass das hier alles nicht passt? Das wäre jetzt ein bisschen doof, wenn man es milde ausdrücken will. Dann könnte ich jetzt nämlich alles hier komplett nochmal abreißen. Also so gefällt mir das nicht. Was sind das jetzt? 4, 8, 9, 10, 11. Oh Mann. Das ist nicht schön. Das ist unschön. Da bin ich jetzt ein bisschen verärgert drüber. Genau, so passt, das ist falsch. Und man bekommt halt hier nur einen Bruchteil von dem Holz raus und das nervt mich auch so ein bisschen. Wo ich sage, wieso kann man nicht einfach machen, dass man die Wände halt einfach wieder wegnimmt und neu setzen kann. Doofe Wand. Naja, was soll's, wir haben ja noch relativ viel Holz auf Lager. Dann nehmen wir es jetzt nicht ganz so schwer. Oh, wieder alles weg hier. Das ist ja übel. So, nochmal das Ganze. Man muss da wirklich verdammt aufpassen. Ihr seht es ja selber, wie das hier auf einmal wieder nicht passt und so, was haben wir jetzt? Drei Wände und ein Fenster. Ja, tut mir leid. Dass es nicht so funktioniert, wie es soll. Ja. Habt ihr es gesehen? Hier. So, wenn Fenster, Wand und jetzt wieder drei Wände, ein Fenster. So, schön. Jetzt machen wir noch mal ein, zwei Wände, genau. Uno. Das ist fa
Ja, haha. Also ich lasse mich da gern belehren. Also wenn von euch da jemand was weiß, was dagegen hilft oder warum das bei mir so ist, dass das nicht funktionieren mag. Also ich glaube stark, das hängt hier mit den NC-Sealings zusammen, dass die halt dann nicht ganz so passen. So, und jetzt machen wir, hätte ich gesagt. Oh, jetzt sollten wir doch langsam mit dem Holz nicht mehr ganz so verschwenderisch sein. Wir machen jetzt hier eine so eine hin und eine so eine. An den Rand jeweils. Ich glaube, das ist ganz cool. So, der Bogen kommt mal hier rüber und dann das so. Ach so, wir sind absolut überladen. Wie viel? Ja, minimal. Da machen wir noch ein paar NC-Sealings. So, ich habe aber hier diese Seite. Nee, 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 nee. Naja. Es gibt Schöneres, aber. Komm, hier schön passgenau, bitte. Und jetzt sag nicht, dass hier irgendwo Versatz drin ist. Ist das hier auch so? Ach, hier hab. Was hier sitzt, ist zu tief. Jetzt hoffe ich, dass wir das Richtige bauen. Ist ja interessant. Na komm, du sollst da hier oben passgenau ran. Komm schon. Ein bisschen höher, ein bisschen passender. Jetzt ist es hinterhalb versetzt. Alter, was ist denn los hier? Also, ja. Anscheinend geht's bloß hier. So leicht nach unten rein versetzt. Finde ich jetzt schade, aber ja, es geht schon. Man kann's erdulden. So gut, wir setzen jetzt hier noch eine Reihe Wände außen drauf, hätte ich mal gesagt. Dafür brauchen wir noch Wände. Wer hätte es gedacht? Ja, das machen wir aber beim nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, macht's es gut.